Fantastic. Guten Tag, willkommen zur 17 Uhr Folge von Let's Play Clash of Clans. Und ja, du hast dich also für Tor Nummer A entschieden. Eine sehr, sehr weise Wahl, wie ich finde. Und ja, wir wollen mal sofort gucken, was sich denn dahinter verbirgt. Also hinter jedem Türchen stecken ja ein oder zwei Spezialangriffe mit Truppen. Und ja, Tor A, also deine Wahl, wir gucken mal rein. Tor A sind nämlich die guten alten Pekkas. Und wir fangen jetzt mal erst an mit den Pekkas Level 3. Das werden erst zwei Angriffe kommen von meinem Clan-Member mit Pekka Level 3. Und dann wollen wir uns auch noch ein bisschen austoben mit den Pekkas Level 4. Wir sehen es jetzt hier. Sehr, 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 sehr geiler Loot von Daniel Super aus meinem Clan gegen Clawfinger. Und ja, man wird es jetzt gleich schon sehen. Die Pekkas sind schon relativ geil. Vor allem, wenn man natürlich noch die Zauber dabei hat. Helden hat er jetzt nicht benutzt. Ich habe ihm gesagt, es ist im Grunde, ja, es wäre eigentlich egal gewesen. Aber okay, wir wollten mal Pekka Only machen. Und deswegen haben wir sie jetzt erst nicht benutzt. Ich habe mit dem Handy wieder aufgenommen. Ihr seht es vielleicht. An der Qualität sehr, sehr geil. Full HD. Und jetzt setzt er den ersten Wutzauber. So. Die Mauern halten gegen die Pekkas ungefähr gar nicht. Halten ungefähr eine Sekunde, dann sind sie kaputt. In der Mitte wird sich jetzt... Okay, die Königin hat er schon kaputt gemacht. Der König ist auch kaputt. Wir sehen es jetzt da schon. Jetzt geht er weiter in die Mitte vor. Jetzt nimmt er sich noch den Altar der Königin. Der ist auch kaputt. Es kommt noch ein Wutzauber. Richtig, richtig, richtig heftig auf jeden Fall. Weil man sieht es schon, die Pekkas hauen. Hauen richtig, richtig übelst rein. Auch wenn sie jetzt erst auf Level 3 sind. Aber trotzdem schon richtig mächtig auf jeden Fall. So, ja, wie gesagt, solange halt, bis da ein Tesla kommt. Und das werden wir jetzt gleich noch sehen, was passiert. Der Riesenbombe macht den Teslas auch nicht, macht den Pekkas auch nicht da. Ein Tesla ist jetzt schon am Rathaus. So. Und jetzt gehen die Pekkas gleich noch durch die Mauer durch. Jetzt werden wir es nämlich gleich noch sehen. Und dann wird noch etwas passieren. Achtet mal drauf. Achtet mal drauf, was dann passiert. So, jetzt gehen sie ja durch. Jetzt kommt nämlich der zweite. Jetzt zoome ich mal ein bisschen runter. Jetzt kommt nämlich der dritte noch. Okay, der vierte ist im Ausbau. Wäre vielleicht noch geiler gewesen, wenn der auch noch dabei gewesen wäre. Das ist halt, wie gesagt, doppelter Schaden an Pekkas, ne? Durch die Teslen. Also ist das Einzige, was denen dann noch ziemlich viel Schaden macht. Allerdings, wenn du wirklich so viele auf einmal hast. Guck mal, ihr seht, jetzt ist eine ganze Armee. Es ist eine ganze Armee von Pekkas. Und die spazieren jetzt ganz gemächlich noch über die Map drüber. Können sich jetzt noch aussuchen, was sie noch kaputt machen wollen. 153.000 Gold hat er schon, 234.000. Elixier und 1172 Dunkles. Ich bin echt mal gespannt beim übernächsten Clankrieg, wie meine Pekkas Level 4 sich denn dann so schlagen werden. Ich habe sie jetzt schon auf 5 gestartet. Das dauert aber, wie gesagt, noch 2 Wochen und ich werde das natürlich auch nicht beschleunigen. Von daher bin ich mal gespannt, wie die dich dann so schlagen werden oder ob ich sie nutzen kann. Gegen Multi-Infernos sind sie natürlich besser als die Hexen, ist klar. Allerdings, ja, man. Wenn der Gegner den Tesla auf 8 hat, ist es natürlich auch schwierig. Die hauen schon ganz schön rein. Vor allem direkt am Rathaus dann alle 4 auf einmal. Ich habe das bei mir in meiner Clan Warbase auch so in dem Dreh. Dann wird es natürlich schon schwierig. So, jetzt wird hier noch der Rest aufgeräumt. Ich habe es jetzt auch mal nicht vorgespult. Habe es jetzt mal einfach mal so gelassen, wie es war. Ein bisschen reingezoomt noch. Sehen wir noch, die beiden sind noch übrig. Er hätte natürlich mit 100% geschafft mit seinen Helden und so, aber... Nun gut, so ist das nun mal. So ist das nun mal und er hat da natürlich schon ganz guten Loot geholt. Er hat auch die Kosten so weit dann wieder drin von seinen Pekkas. 333.000 Elixier, 230.000 Gold und 1172 Dunkles. So, Dandram und achtet mal auf den Clan-Namen, das ist so geil. Der Clan-Name ist Platinum Pekkas und derjenige Dandram wird jetzt von Rotwein-Pirat mit Pekkas zerstört. Ja gut, die Base, gut, es ist Rathaus 7 Base und ist jetzt nicht ganz so... Ja, ist natürlich jetzt nicht ganz so high. Allerdings muss man sagen, er hat jetzt natürlich auch nur angegriffen, weil der Typ wirklich Platinum Pekkas hieß. Beziehungsweise der Clan heißt Platinum Pekkas. Was musst du dich dann wohl denken? Du bist im Clan Platinum Pekkas. Und da kommt einer, der dich einfach mal so aus Spaß mit den Pekkas total zerstört. Ohne jeglichen Grund. Es gibt kaum Loot zu holen, gar nichts. Es geht nicht um Pokale, es geht im Grunde um gar nichts. Denkst du dir auch so, lockst dich so ein ins Spiel, denkst dir so, what the fuck ist hier los? Sofort Spiel deinstallieren, sofort deinstallieren, nein, aber komisch, komisch, ja. Die Tests sind natürlich noch sehr, sehr low. Die Pekkas laufen jetzt in die Mitte, mit dem Wutzauber noch, zack, eben kaputt gemacht. Das ist einfach, die sind einfach wirklich ziemlich, ziemlich stark. Man muss sie halt auch nur ein bisschen beschützen, ne? Also, das ist auch so die Sache, sie dürfen nicht so in die Tests sofort reinlaufen. Und was natürlich auch immer die Sache ist, bei den Pekkas, die laufen immer gerne außen rum. Und sie laufen dann auch schon mal gerne ein paar Umwege, das muss man natürlich auch immer wissen. Da muss man so ein bisschen einplanen.
Packers, die laufen wirklich schon mal ganz gerne dann wieder noch zurück, dann machen sie noch einen Umweg und so weiter. Wenn man sich darauf einstellt, dann geht's halbwegs, dann kann man gescheit mit ihnen kämpfen, aber ich hab's auch schon mal erlebt, dann ja, sind sie sehr komisch gelaufen. So, jetzt läuft sie noch nach oben, jetzt ist nur noch die eine Kanone da und der Turm und dann war's das. Dann hat er Rotwein-Pirat 100% geholt mit seinen Packers. Ich weiß gar nicht, er ist glaube ich im Clark King auch nicht dabei, ne? Ne, er ist auch nicht dabei. Aber okay. So, jetzt macht man eben den Turm kaputt und dann hat er der 100% geholt, der alte Rotwein-Pirat, gegen Platino-Packers. So, das war heute Nacht 4.30 Uhr, ich bin wach geworden, hatte die Packers schon ausgebildet, weil ich ja keinen, ich konnte die Kaserne ja nicht boosten und hab mir gedacht, komm, greifst du ihn nochmal an, musst du dann aber jetzt, wir werden sie sehen, was passiert ist. So, ich habe jetzt erstmal versucht, da ein bisschen was wegzumachen, jetzt liefen sie aber schon etwas zu weit nach außen. So, jetzt kommt Fehler Nummer 1. Ich habe den Sprungzauber im Grunde viel zu weit nach außen gesetzt. Jetzt kommen die Clan-Truppen. So, Clan-Truppen ist okay. Habe ich mir gedacht, blitze die Clan-Truppen doch mal weg. War auch eigentlich im Grunde keine schlechte Idee, nur das Dumme war, er hatte Minions da drin und die Packers können ja die Minions nicht angreifen. Ich habe einen Frostzauber gesetzt, weil ich mir dachte, komm, haust du alles raus, Wutzauber auch noch drauf. Das war eigentlich auch noch okay. Also, auch vom Loot her, ist im Grunde noch akzeptabel, sagen. War halt ein bisschen Fun. Packers 4, muss ich sagen, gefallen mir auch ganz gut. Allerdings, jetzt sehen wir es jetzt. Laufen sie wieder außen rum. Es ist irgendwie, anstatt dass sie dann mal in die Mitte gehen, also es ist halt im Clan-Krieg, weiß ich ganz gut, wie man mit ihnen arbeiten muss, weil du hast halt dann wirklich dein festes Muster bei Go Wipe, nachdem du dann vorgehst. Du musst halt versuchen, die bis zur Mitte möglichst frei zu räumen und dann die Packers reinzuschicken, zusammen mit den Helden. Allerdings jetzt hier, wir sehen es, laufen sie wieder außen rum. Und jetzt kommen noch die Lakaien und wie gesagt, Packers können sich ja nun mal nicht wehren gegen die Lakaien und dann war es halt, ja. War es halt gleich um sie geschehen. Das ist halt dann so. Sehen wir es noch, der Tesla, auch ein bisschen höher schon, haut, das heißt ein bisschen höher, doch sehr hoch schon, haut dann da noch rein und ja, dann ist es gleich geschehen um einen armen kleinen Packer. Jetzt hätte ich zwar noch was, hätte ich zwar die Königin noch nehmen können, aber ich mir gedacht, nöp, machst du nicht mehr. Ja, Loot war okay. So, der war aber allerdings jetzt Empire's Destiny, Gattito Sora. Da habe ich mir gedacht, komm, den Spaß lässt du dir jetzt mal nicht nehmen gegen so eine Base. Schickst du alle Packers mal sofort rein. So, Wutzauber natürlich sofort reingeknallt. Und jetzt laufen sie da rum, kümmern sich sofort um alles. Die Teslin sehr low, ist dann natürlich gerade recht, kam mir natürlich sehr gelegen. Noch ein Wutzauber direkt drauf gedroschen. Und das ist, wir wissen natürlich schon alle, wie es ausgehen wird, dieser Angriff. Das ist natürlich auch wieder so ein Spaßangriff, aber muss auch mal sein. Muss ja auch mal sein. Ja, ich finde, die Base ist einfach so richtig geil. Richtig, 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 richtig geile Base auf jeden Fall. Unten drei Mauerstücke und an den Seiten dann auch nochmal zwei und an der linken Seite sogar auch nochmal drei und er hat sogar schon ein paar Achtermauern. Jetzt kümmern sich Packers kümmern sich natürlich jetzt erstmal um alles. Ich habe mir sogar die Zauber noch gespart, glaube ich, weil ich mir dann irgendwann dachte so, warum soll ich sie jetzt noch draufhauen, wenn das Ergebnis doch sowieso schon feststeht. Ja, Tellereisen haben wir gesehen, macht dem Packer aufgrund der schweren Rüstung ja nichts aus und ich habe auch schon mal so ein paar Fanarts gesehen, wo quasi der Packer so die Brustplatte so aufgemacht hat und dann saß da so halt so eine Valkyrie drin. Fände ich sehr geil, wenn das mal irgendwie so rauskommen würde, dass der Packer in Wirklichkeit die Valkyrie ist. Einfach nur, die das steuert. Oder irgendwie die Villagerin. Die Villagerin sitzt da drin und steuert dann den Packer. Ja, Riesenbomben machen dem Packer auch recht wenig. Und jetzt sind die Packers noch außen unterwegs und kümmern sich um den Rest. Ja, sind wir jetzt auch schon fast am Ende dieses Videos. Während jetzt so die letzten 25 Sekunden noch durchlaufen, sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen, weil das jetzt der letzte Angriff war, den ich vorbereitet hatte. Freut mich, dass ihr euch für Türchen A entschieden habt. Und ja, Türchen B wäre ein anderer Angriff gewesen, den werde ich jetzt euch allerdings nicht verraten. Deswegen Dankeschön fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen und ja, kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, tschüss.